General Schröder. Nur hat das nicht Zeit bis morgen. Aber ich, meine Nichte fliegt nach Afrika. Ich habe versprochen, sie an den Flughafen zu bringen. Mein Gott, muss man in diesem Laden alles alleine machen. Nur seien Sie nicht gleich wieder eingeschnappt, Schröder. Bleiben Sie mal dran. Birgit, da bist du ja. Hast du alles zusammen? Alles klar. Pass und Flugschein und Hotelgutschein und Reiseschicks. Alles klar. Und Medikamente, Malaria-Prophylaxe. Komplett. Alles nach deiner Checkliste. Birgit, hast du deinen Teddybären? Ja. Schröder, ich rufe Sie zurück. Mein Gott, warum denn zu spät? Ich komme in einer halben Stunde. Sag mal, du. Ja, ich weiß schon. Birgit. Du hast es ja gehört, ich kann dich nicht auf den Flughafen bringen. Ein Geschäftsfreund aus Zürich. Oh, schade. Mach's gut. Dann bestell mir halt ein Taxi, ja? Ja, das mach ich. Ja, bitte einen Wagen zur Maria-Theresia-Straße Nummer 10. Fahren Sie zum Flugplatz, bitte. In Ordnung. Das Gepäck ist hier. Tschüss. Viel Spaß und schreib uns. Ja. Tschüss. Mein Schatz, mach's gut. Schnall dich an, ja. Und vielen Dank für die wunderschöne Reise und überhaupt. Aber ich bitte dich bei dem Abitur. Stacker, komm. Grüß mir Kenia und sei nicht so schreibfaul. Wenigstens eine Karte gleich nach der Landung, ja? Versprochen. Mach's gut. Tja, du, ich muss ja noch mal ins Büro. Arme. Tschüss. Die Strecke kenne ich ja gar nicht. Ist eine Abkürzung. Geheimtipp. Spart mindestens einen Kilometer. Abgang 18. Fräulein Meinung, Birgit Meinung, melden Sie sich bitte am Abflugschalter. Ihr Flug ist abgerufen. This is the right window, please. No, I'm sorry. This oh one God. Is the right window. Oh God, back. Ihr Flug ist abgerufen. Sie ist nicht gekommen. So länger können wir jetzt nicht mehr warten. Soll ich abschließen? Ja, mach Schluss. Fräulein Meinung, Birgit Meinung, melden Sie sich bitte am Abflugschalter. Ihr Flug ist abgerufen. War Frank, ich glaube, sie kommt. Birgit Meinung, melden Sie sich bitte am Abflugschalter. Ihr Flug ist abgerufen. Fräulein Meinung, Birgit Meinung. Geht gerade noch. Birgit Meinung? Ihr Flug ist abgerufen. Rauch oder nicht drauf? Ein Gepäckstück. Letzter Aufruf. Fräulein Meinung, Birgit Meinung, melden Sie sich bitte am Abflugschalter. Ihr Flug ist abgerufen. So. Passkontrolle da drüben links, Ausgang 15B. Guten Flug. Endlich!
Eine Karte mit Löwenbabys von Birgit. Meine Lieben, bin heil gelandet. Das Meer ist herrlich und auch der Strand und auch mein Zimmer. Jetzt fliege ich schon wieder in einer winzigen Propellerkiste für 6 Personen. Sitze neben dem Piloten. Links der Riese Kilimandscharo mit, was? Mit eigenem Klima. Eigenem Klima ist gut. Es windet und rüttelt ganz schön hier oben. Entschuldigt deshalb meine Radelschrift. Tausend liebe Grüße, eure Birgit. Hat sie denn ein Datum draufgeschrieben? Mhm. Nein, Mombasa am 11. August. Na ja, 7 Tage ist ja normal. Na, klingt ja recht munter. Ich glaube auch, dass es ihr gut geht. Gib mir doch mal die Post. Ja. Gibst du mir ein bisschen Kaffee? Arno? Wer sind Sie? Jetzt reden Sie doch. Was ist denn passiert? Ja, natürlich sind wir zu Hause. Ja, von wo sprechen Sie denn? Vom Flugplatz? Eingehängt. Ja, was ist denn? Reisebegleiterin aus Afrika. Nehmen Sie doch bitte Platz, Frau. Danke. Ich wollte es Ihnen lieber persönlich sagen. Ist denn irgendetwas mit unserer Birgit passiert? Nördlich vom Hotelstrand mündet ein kleiner Fluss ins Meer. Dorthin ging sie jeden Nachmittag mit einem Stock und einem Hut. Und den Stock steckte sie dann in den Sand und warf den Hut darüber und schwamm hinaus. Meistens immer leider viel zu weit. Bis zum Riff ist es ungefährlich, aber dahinter gibt's auch Haie. Sie ist tot. Ertrunken. Niemand war bei ihr. Sie war fast immer allein. Sie wollte offenbar keine Kontakte. Vorgestern ist es passiert. Da war nur noch der Stock und dieser Hut. Wir haben natürlich auch immer noch gehofft, dass sie vielleicht in einem Boot oder den Hut ganz einfach vergessen hat. Ja! Super! Ja, mein Fehler! Peter, du bist dran! Entschuldigung! Geht's um die Wurst? Ich will dir was lernen! Ja, ja! So, Freunde, jetzt geht's ja rüber. Ja. Ja, 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 ja. Wir kennen uns doch. Aus Afrika. Sehr originell.
Kilimandscharo. Die wunderschöne Flugsafari. Baden im Indischen Ozean. Sie müssen sich doch erinnern. Ich kenne weder Sie und leider auch nicht Afrika. Genügt das? Jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Jutta! Moment, ich bin beschäftigt. Jutta, nur eine Frage. Das gibt. Wer war denn die Blonde, die hier eben saß? Keine Ahnung. Aber Sie haben doch mit ihr gesprochen. Na und? Ich spreche mit vielen Gästen, ohne Sie zu kennen. Was ist heute eigentlich los mit dir, Peter? Wieso? Das gespielt wie der erste Mensch. Jedenfalls die letzten anderthalb Stunden. Ha? Was ist denn? Ich habe eine Tote gesehen. Nein. Ich war vorhin beim Kegeln in der Bar. Ich meine natürlich eine lebendige Tote. Aha. Ja, ich habe sogar mit ihr gesprochen. Mit der Toten? Ja, mit der Toten. Sie streitet zwar alles ab, aber... Was? Dass sie tot ist? Ja, dass sie tot ist. Ich bin mir aber absolut sicher, dass ich sie wiedererkannt habe. Also, gute Nacht. Also, gute Nacht. Also, dann tschüss. Bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal besser gehen. Ja, tschüss. Aber wenn ich dir das so sage... Ja. Sag mal, wie viel Bierchen hast du eigentlich? Oh, nee. Ich bin absolut klar. Absolut. Ja. Gehen wir noch zu Mario und Espresso trinken? Du, wir haben morgen einen harten Tag, aber... Na ja, so ein Ereignis sollte schon gewürdigt werden, nicht? Ich bin doch kein Spinner. Eben. Komm, ich lade dich ein. Sag mal, du lachst. Das ist eine todernste Geschichte. Ja, ich glaube, ich wäre wahnsinnig. Ich bin wahnsinnig. Ja, du bist wahnsinnig. Christa? Wie bitte? Freikarten für Tannhäuser? Nein, da sind Sie falsch verbunden. Ja, da müssen Sie das Staatstheater haben. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe mir erlaubt, heute mal ein bisschen später zu kommen, weil ich nämlich noch was... Der Brenner ist beim Zahnarzt, aber der hat wenigstens Bescheid gesagt. Und ich sitze hier Mutterseelen alleine, Gerd. Ja, ich habe es öfter versucht, aber es war immer belegt. Ich musste nämlich noch ein paar Recherchen machen, bevor ich hier mit einer Geschichte komme, die... Naja, jedenfalls ist das eine sehr mysteriöse Angelegenheit. Zuerst habe ich ja geglaubt, der liebe Peter spinnt, aber... Seit einer halben Stunde, da weiß Moment, ich, dass da doch... Moment. Wer ist denn der liebe Peter? Mike, Peter! Hallo, Gerd. Grüß dich. Guarda la macchina, tutto rotto, non capisci? No, ma è impossibile, la macchina era nuova, non capisci? Das war also vor vier Wochen, Herr May. Ja, drei Wochen und fünf Tage. Waren Sie beruflich in Afrika? Nein, das war mein Jahresurlaub. Ich bin Angestellter bei einer Bank. Und Kenia ist für mich einfach das Höchste. Ich bin schon dreimal dort gewesen. Schön. Dreimal mehr als ich. Waren Sie allein dort? Diesmal ja. Ich bin seit 10 Monaten geschieden. Naja, und diese Frau, ich habe versucht, bei ihr zu landen. Und deshalb bin ich auch absolut sicher, dass die Tote gestern Abend in der Bowlingbahn... Augenblick, bleiben wir mal in Afrika. Sie waren also verliebt in diese blonde, junge Mitreisende mit Namen Birgit Hornung. Ja. Ohne Erfolg. Ja, leider. Mein einziger Trost war, dass sie die anderen Männer genauso abblitzen ließ. Mhm. Wohnten Sie zusammen in einem Hotel? Nein, sie wohnte in der Sea Lodge und ich im Lion Beach. Liegen beide direkt am Strand. Ich habe mich täglich an sie rangepirscht und habe sie heimlich fotografiert. Das ist die Ausbeute. Ja, so. Dann zeig mal. Peter, nimm dir doch den Stuhl. Ja, danke. Also. Ja, das ist in einem Strandcafé in der Nähe des Hotels. Da habe ich sie einmal nachmittags getroffen. Das ist während einer Sightseeing-Tour durch die Altstadt.
Da sitzt sie am Hotelpool mit ihrem schwarzen Hut. Na, da gab's mal was zu lachen. Sie wollte unbedingt Windsurfen lernen und jedes Hotel hat da so eine Surfschule. Aber wie Sie sehen, aller Anfang ist schwer. Na, sie konnte es wirklich nicht. Sympathisches Mädchen. Ja, eben. Ja, das ist ein sehr trauriges Bild. Da ist sie ertrunken. 3 Kilometer nördlich vom Hotel. Zu weit rausgeschwommen und von einem Hai angegriffen. Das haben wir jedenfalls alle geglaubt, auch die Polizei und die Fischer und die Reiseleiter. Und gestern Abend habe ich die Tote wiedergesehen, auf einem Barhocker. Wie finden Sie das, Herr Köstl? Sind Sie überhaupt zuständig für so etwas? Ich weiß nicht, ich habe ja eine Schwäche für solche Geschichten, aber meistens platzen die wie Seifenblasen, wenn man sie näher untersucht. Nicht? Keine Seifenblase. Da ist tatsächlich ein Mädchen ertrunken. Vor 4 Wochen am Südstrand von Mombasa. Die heißt Birgit Hornung, 19 Jahre alt, Abiturientin, wohnt hier in... Entschuldigung, ich wollte sagen, wohnte hier in Harlaching bei den Pflegeeltern. Sag mal, 19? Ja, ist was. Naja, ich dachte ein bisschen älter, so Mitte 20 oder so. Gerade richtig für mich. Nee, geboren in Berlin am 21. Februar 1965. Die Reise nach Kenia war ein Geburtstagsgeschenk. Ich habe mit der Pflegemutter telefoniert, die fing gleich zu weinen an. Hast du ihr gesagt, dass jemand das Mädchen jetzt gesehen hat in einer Bar? Nein, natürlich nicht. Ich wollte ja nur ein paar Fragen stellen. Ich wollte ja erst mal nur wissen, ob die Angaben stimmen. Dann war ich bei Jutta. Jutta, das ist die Bedienung an der Snackbar in unserer Bowlinghalle. Jutta Karluweit. Ich weiß gar nicht, was die hat. Warum lügen Sie, Frau Karluweit? Lügen? Warum sollte ich mir die Mühe machen? Also, Sie kennen gar keine Birgit Hornung. Nein, nie gehört. Und die junge blonde Frau, die gestern Abend an ihrer Bar saß, an die können Sie sich gar nicht erinnern, nicht? Herr Köster, ich habe hunderte von Gästen, Stammkundschaft und Laufkundschaft. Es ist mir beim besten Willen unmöglich, mir alle Gesichter zu merken. Ist verständlich. Ist ja auch keine Todsünde, die Polizei zu belügen. Nicht? Sie werden ihre Gründe haben. Wahrscheinlich wissen Sie auch nicht, dass es bei dieser Geschichte um eine Tote geht. Gut. Sollten Sie Ihre Meinung ändern oder sollten Sie sich irgendwie bedroht fühlen, dann rufen Sie mich bitte an. Das ist meine Nummer und bei Nacht auch die. Ja? Danke. Mami, komm doch mal! Ja, mein Schatz, ich komm gleich. Entschuldigung. Wissen Sie, anfangs dachten wir ja noch, dass wir die Leiche von Birgit, dass man sie finden würde am Riff oder am Strand oder in einem Fischernetz. Damit wir sie wenigstens hier im Grab ihrer Eltern, aber diese Hoffnung haben wir inzwischen auch begraben. Aufgegeben. Ja, das ist schreckliche Ahnung. Sie hatten als Birgit noch lebte, keine Probleme mit ihrer Nichte. Nein, ich bitte Sie. Birgit war ja nicht nur unsere Pflegetochter, sie war, naja, da wir selber keine Kinder haben. Ja, damit ist die zweite Frage, die ich aussprechen wollte, eigentlich schon beantwortet. Welche zweite Frage? Es ist eine etwas indiskrete Frage, Herr Hornung. Wollen Sie sich vielleicht doch stellen? Hatten Sie das Gefühl, dass Fräulein Birgit heimlich den Wunsch hatte, ein neues Leben zu beginnen, mit der Vergangenheit zu brechen, alle Brücken hinter sich zu sprengen? Sie wissen, dass unter jungen Leuten heutzutage manchmal solche Wünsche bestehen. Ja, aber das ist doch Unsinn, verzeihen Sie, das ist doch völlig absurd. Birgit war für uns immer ein offenes Buch. Und das Leben in diesem Haus war geprägt von gegenseitigem Verständnis und Vertrauen und Toleranz. Wie kommen Sie auf einen solchen Verdacht? Es gibt gewisse Sekten, die sich besonders an Jugendliche heranmachen. Die arbeiten mit raffinierten Methoden. Psychoterror, Schweigepflicht, strenge Gelübde und so weiter. Ja, ja, natürlich weiß ich, dass es so etwas gibt, aber die Anfälligkeit für solche Dinge, ich meine, Birgit war dagegen völlig immun. Geistig gesund und völlig immun. Wie
kommen Sie dazu, mir solche Fragen zu stellen? Mein Kollege wird versuchen, Ihnen das zu erklären, ja? Vorausschicken möchte ich, dass es sich unter Umständen auch um eine Personenverwechslung handeln könnte. Ein Freund von mir hat vor kurzem Urlaub in Ostafrika gemacht. Dort ist er angeblich ihrer Birgit begegnet. Erst auf einer Flugsafari, später in den Strandhotels. Er hätte sie gern näher kennengelernt, aber daraus wurde nichts. Naja, dann dieser schreckliche Tod im Meer. Alle waren erschüttert, ganz besonders mein Freund. Ja, und der glaubt nun, er hätte das Mädchen gestern Nacht wiedergesehen. Birgit? Wo? Auf einer Bowlingbahn. An der Bar. Aber wie gesagt, eine Verwechslung ist durchaus möglich. 3, 4 halbe Bier, ein paar Schnäpseln. Es kommt darauf an, wie viel er verträgt. Ja, aber wo war das? In welcher Bowlingbahn? Wie heißt Ihr Freund? Das ist ein Bankangestellter. Der kommt nachher in seiner Mittagspause zu mir ins Büro. Vielleicht sollten Sie an dem Gespräch teilnehmen, Ordnung. Er hat Fotos von dem Mädchen gemacht, ohne Ihr Wissen. In der Bowlingbahn? Nein, nein, in Afrika. Auf der Safari und am Strand. Ja, ich möchte diesen Mann natürlich kennenlernen. War ja vielleicht der Letzte, der Birgit gesehen hat, als sie noch am Leben war. Ja, eben. Fragt sich nur, wann. Vor 4 Wochen oder gestern Nacht. Wollen Sie nicht gleich mit uns kommen, Herr Hornung? Ja, doch, natürlich. Ja. Das heißt, ich wollte eigentlich noch für einen Augenblick in meine Agentur, wenn ich um 13 Uhr bei Ihnen im Präsidium bin, ist das natürlich, gut? Der Herr May kommt 12:45. Komm, Gerd. Ach, Herr Hornung, ich hätte noch eine Bitte. Warte mal, Gerd, einen Moment. Ja. Könnte mein Kollege sich mal das Zimmer von Fräulein Birgit ansehen? Akten, Arthur. Hast deine Akten vergessen? Danke, er wollte sich das Zimmer von Birgit noch anschauen. Ach so. Ja, nur ein kurzer Blick, damit er sich orientieren kann, ja? Ja, wissen Sie, meine Frau hat so viel mitgemacht in den letzten Tagen. Ich lass das nur, nicht Arthur. Gern. Diese Hoffnung macht mir wieder Mut. Dankeschön, liebe Frau. Und dann noch etwas, noch eine Bitte, Herr Hornung. Würden Sie mich mit in die Stadt nehmen, mich am Stachus absetzen? Dann kann mein Kollege den Wagen nehmen und wir können noch ein bisschen reden. Ja, ja? Bitte gern, steigen Sie ein. Dankeschön. Das ist Ihr letztes Lebenszeichen. Darf ich das mal lesen? Ja, bitte. Danke. Das ist ja kaum zu entziffern. Sie schreibt sonst sehr schön und deutlich, nur die hat sie ja in der Luft, also über dem Kilimandscharo, da ist die Maschine in einen Sturmwind gekommen, schreibt sie auf der Karte. Wissen Sie, selbst wenn unsere Birgit einer aggressiven Sekte in die Hände gefallen wäre, nie und nimmer hätte sie uns sowas angetan. Hätte uns doch wenigstens Bescheid gesagt oder Brief geschrieben oder angerufen. Hat sie denn aus Afrika überhaupt nicht geschrieben? Ja, eine einzige Karte. Ach ja, kann man die mal sehen? Nicht jetzt, die ist oben in ihrem Zimmer. Das sind ihre Siegerurkunden. Wo ist eigentlich ihr Gepäck geblieben? Liegt das noch in Kenia fest? Na, das ist vor 3 Tagen gekommen, über die deutsche Botschaft. Ich habe noch nicht ausgepackt. Wollen Sie sehen? Wenn sie nicht zu viel wird, eigentlich schon. So. Das ist aber schade, Herr May. Der Pflegevater von Fräulein Hornung ist hier bei mir. Der hätte Sie natürlich gern gesprochen. Ja, wann können Sie denn hier sein? Augenblick mal, ich gebe Ihnen eine Hornung. Ja, Tag, Herr May. Ich bin Arthur Hornung und der Vater von Birgit. Sie werden sicher verstehen, dass ich Sie gern kennenlernen möchte, so schnell wie möglich. Ach so, Sie sind auf einer Sitzung. Wie lange dauert das? Ja, ich komme auch gern zu Ihnen in die Bankfiliale. Ja, wunderbar, ausgezeichnet. Um 2:30, ja, danke. Danke.
Oh, Verzeihung, jetzt habe ich ein Gespräch unterbrochen. Das macht ja nichts. Ich weiß, wo ich Herrn May finden kann, ja? Guten Tag. Ja, die Bilder sind fertig. Ja, das sind die Bilder, von denen ich Ihnen erzählt habe, Herr Hornung. Erkennen Sie Ihre Nichte da? Ja, natürlich, mein Gott. Das ist Birgit, ja. Natürlich, das. Ich weiß nicht, wäre es möglich, dass ich ein paar Abzüge bekommen könnte? Aber sicher. Sie können auch die behalten. Wir lassen neue machen im Labor, nicht wahr? Oh, das ist furchtbar lieb. Ja, Herr Köster, Sie halten mich auf dem Laufenden. Selbstverständlich, Herr Hornung. Wiederschauen. Der Mann lügt. Wieso? Der lügt. Der weiß genau, dass die Blonde auf den Fotos nicht seine Birgit ist. Wie kommst du darauf? Die bayerische Vizemeisterin im Windsurfen hieß in den beiden vergangenen Jahren Birgit Hornung. Und auf einmal fällt die dauernd vom Brett. Und der Herr Vormund Papa merkt das nicht? Mit der Karte, das ist ja auch so komisch. Hier, schauen Sie sich mal die Handschrift an. Oh, Verzeihung, Herr Köster, entschuldigen Sie, dass ich so rein... Ja, bitte. Da stimmt ja etwas nicht. Lassen Sie mich mal. Danke. Schauen Sie sich das an, das mit der Ähnlichkeit, das ist ja alles recht gut und schön, aber eigentlich kann sie es gar nicht sein. Warum nicht? Ja, Sie können das nicht wissen, aber Birgit hat zweimal die bayerische Meisterschaften im Windsurfen nur knapp verfehlt. Das heißt, sie hatte die Silbermedaille und... Schauen Sie sich das an. Das ist gut, dass Sie gleich zurückgekommen sind, Herr Hornung. Ihre Beobachtung ist sehr wertvoll und die lenkt unsere Ermittlungen in vollkommen neue Bahnen. Also gibt es anscheinend das Fräulein Birgit zweimal. Ja, was soll ich tun? Wir müssen den Weg Ihrer Nichte Schritt für Schritt rekonstruieren, von hier bis Afrika. Wer hat sie zum Flugplatz gebracht? Ja, ich wollte sie eigentlich bringen, aber ich war geschäftlich verhindert und wir haben ihr ein Taxi gerufen. Das kam auch nach 10 Minuten und sie ist eingestiegen, wir haben ihr nachgewinkt, meine Frau und ich. Und dann kam kein Lebenszeichen mehr? Doch, sie hat uns noch mal angerufen vom Flugplatz, das heißt mich in meinem Büro. Sie hat gesagt, das Gepäck wäre aufgegeben und die Maschine würde pünktlich starten. Wann ist denn die Postkarte gekommen? Das war, ja, eine Woche später. Wissen Sie, eine Karte mit einer Löwenfamilie. Die habe ich hier. Ja. Das ist ein merkwürdiges Gekraxel. Naja, das war in einer kleinen Propellermaschine. Kilimanjaro, ich weiß auch nicht. Ja, was meinen Sie nun, Herr Hornung? Ist das die Schrift Ihrer Nichte oder ist sie das nicht? Ich bin jetzt auch unsicher geworden wegen dieser Fotos. Es kann sein, es kann aber auch nicht sein. Also Ihre Frau ist ganz sicher, dass Birgit die Karte geschrieben hat? Ja? Naja, dann wird es wohl so sein. Meine Frau hat immer bei den Schularbeiten geholfen, als sie noch jünger war. Ja, was wollen Sie jetzt unternehmen, Herr Köster? Wir müssen die Person finden, die sich als Birgit Hornung ausgegeben hat. Wie konntest du dich bloß darauf einlassen? Und du solltest zur Polizei gehen. Dann hättest du mir gar nicht erst die Haare abschneiden müssen. Nee, kommt überhaupt nicht in Frage. Aber warum denn nicht? Weil die dann das Geld zurückhaben wollen. Ich habe aber kaum noch die Hälfte. Wie stellst du dir das vor? Das ist eine Schmiere. Die werden schon nicht so pingelig sein. Schließlich haben sie dich auch betrogen. Kleiner Schabernack, wenn ich mir das vorstelle. Und was ist daraus geworden? Ja, immerhin haben sie mir noch mal 5.000 draufgelegt. Ach, ja. Nein, Jutta, ich sag niemandem was. Wie abgemacht. Und der Polizei schon gar nicht.
Morgen fliege ich nach Hamburg, dann bin ich fürs Erste verschwunden. Das sieht aber komisch aus. Sie vermuten also, danke, dass nachdem Birgit im Meer ertrunken ist, jemand anders ihre Identität angenommen hat. Aber aus welchem Grund denn? Den Grund wissen vorläufig nur die Götter. Aber die Identität muss ich ja schon vorher angenommen haben. Ich bin jetzt völlig verwirrt. Naja, der Herr May hat doch die Fotos gemacht, bevor der Unfall passierte. Ach so, ja, natürlich, ja. Nicht? Und wenn das Mädchen auf den Fotos nicht ihre Pflegetochter ist, dann erhebt sich doch die Frage, wer ist sie dann? Na, du wirst dich wundern. So, meine Liebe, und jetzt darfst du dich anschauen. Tja. Na, wie gefällst du dir? Oh, mein Gott, Jutta. Danke. Wird man mich noch erkennen? Ach, da hätten wir schon vorher dran denken sollen. Dann wäre das auf der Bowlingbahn gar nicht erst passiert. Hier, magst du eine Zigarette? Hey, danke, ich rauche lieber meine eigenen. So, meine Liebe. Frau Kalloweit, machen Sie bitte auf. Wer ist denn da? Wir sind's noch mal, Frau Kalloweit, Köster. Guten Tag, das sind noch so ein paar Fragen, die sich neu ergeben haben, ja? Dürfen wir reinkommen? Ja. Grüß Gott. Grüß Gott. Tag. Guten Tag. Herr Köster, ich habe nicht viel Zeit. Ich muss spätestens um 16 Uhr in der Bowlingbahn sein. Haben Sie Besuch? Nein, wieso? Rauchen Sie mal zwei Zigaretten. Eine mit Filter, eine ohne. Frau Kalloweit, Sie haben nicht viel Zeit, ich habe auch nicht viel Zeit. Wenn ich jetzt eine Durchsuchungserlaubnis herbeischaffen muss, dauert das 2 Stunden. Ich mache Ihnen also einen Vorschlag. Sagen Sie Ihrem Besucher oder Ihrer Besucherin, Sie möchte aus dem Eisschrank oder wo auch immer rauskommen. Aus dem Kinderzimmer. Bitte mein Pass. Nun, sieh mal an. Ja, das Passfoto stimmt nicht mehr ganz. Sie heißen Glahn. Birgit Glahn. Ja. 26 Jahre alt. Bitte nehmen Sie auch Platz, Frau Glahn. Kenia Mombasa Airport und die Ausreise Kenia Nairobi Airport. Sieht alles ganz korrekt aus, aber... Aber das ist es nicht. Mir wurde vor 8 Wochen ein Geschäft angeboten in einer Schwabinger Diskothek. Von einem Bekannten? Nein, von einem Fremden. Ich weiß aber bis heute weder seinen Namen noch seine Adresse. Was wollte der? Ja, er bot mir eine Urlaubsreise nach Afrika an. Plus 5.000 für die Urlaubskasse. Anstelle eines jungen Mädchens, dem ich sehr ähnlich sehe. Sie wollte ihren Verlobten einen Denkzettel verpassen. Ja, und ich brauchte ja nur... Mit ihrem Passreisen, ihrer Kleidung und mit ihrem Koffer. Und die Vornamen waren sowieso dieselben. Also ein irrer Ulk, das Ganze. Na, hören Sie mal, das ist so ein merkwürdiger Ulk, nicht? Naja. Tja, ich habe ihr auch noch zugeraten. Und gab's sonst noch Bedingungen für Ihren Aufenthalt in Afrika? Ja, keinen Kontakt zu anderen Touristen und die Einsamkeit lieben. Also Sie sehen ein hochmoralisches Angebot. Ja, was dann aber rauskam, war eigentlich nicht so moralisch, nicht? Ja, das können Sie laut sagen. Eine Woche nach der Flugsafari läuft mir plötzlich mein Auftraggeber am Strand in die Quere. Ach, der war auch in Afrika? Ja, hat mir meinen eigenen Pass zurückgegeben. Und dazu Flugtickets nach Nairobi und für die Heimreise. Ich musste vom Strand weg, sofort verschwinden. Und das haben Sie alles bedenkenlos mitgemacht? Naja, bedenkenlos ist gut. Immerhin haben wir 2 Stunden gestritten. Aber... Schließlich habe ich halt zum zweiten Mal Ja gesagt.
Haben Sie noch mal Geld bekommen? Ja, er hat noch mal 5.000 draufgelegt. Und hat irgendwas erzählt von merkwürdigen Pflegeeltern, die dieses Mädchen nicht anders abschütteln könnte, oder? Haben Sie diese Karte geschrieben? Nee, die habe ich nicht geschrieben. Und haben Sie den Mann noch mal hier getroffen, nach Ihrer Rückkehr? Nein, allerdings denkt er, dass ich schon lange in Hamburg bin. Wieso Hamburg? Ja, ich habe meinen Studienplatz getauscht mit einer Münchnerin. Heute Nacht schlafe ich das letzte Mal hier bei Jutta und morgen früh fliege ich los. Mhm. Also erzählen Sie dem Herrn mal alles, was Sie über den Mann wissen. Ja, jede Kleinigkeit, ganz genau. Kleidung, Gesicht, Körpergröße, Sprache, Hochdeutsch oder Dialekt und so weiter, ja? Die Kleine ist jetzt beschäftigt. Sei so lieb, wir bringen Sie ins Bett, ja? Ja, ich komme schon klar mit dabei. Okay, danke. Tschüss. Wiedersehen. Wo ist denn Ihr Bowling Center? Forstenrieder Allee. Da kann ich Sie doch ein Stück mitnehmen. Danke. Nimm den Pass. Ja. Ich hole dich in einer halben Stunde ab. Ja, ist gut. So, möchten Sie Fragen stellen oder soll ich von selbst loslegen? Einfach drauf los. Ja, ich melde mich morgen wieder um 9 Uhr. Danke. Ja. IFA Finanzberatung Horn. Ja, Lüdinger, grüß Sie. Oh, nein, nein, nein. Können Sie nicht morgen anrufen? Naja, Viertelstunde vor Börsenbeginn. Ja. An Herrn Köster von der Kriminalpolizei ist ja, soll reinkommen. Bitte keine Störungen, keine Gespräche mehr durchstellen. Herr Köster. Danke, danke, gut. Kommen Sie rein. Okay. Wollen Sie nicht ablehnen? Ja, danke. Setzen Sie sich, wo Sie wollen. Ja. Wie war das Gespräch mit Herrn May? Mit Herrn May? Naja, das ist sehr aufschlussreich. Sehr verwirrend. Wir haben das Mädchen gefunden. Birgit Klahn, Studentin, 26 Jahre alt. Sie gibt zu, in Afrika gewesen zu sein, mit den Papieren und dem Reisegepäck ihrer Nichte. Ja, aber das ist doch ungeheuerlich. Ja, aber sie sagt, dass alles, was sie in Kenia vorgetäuscht hat, im Auftrag ihrer Nichte geschehen sei. Ja, es kann doch gelogen sein. Wir sind froh, dass wir das Fräulein haben. Sie ist der Schlüssel zu dieser seltsamen Geschichte. Ohne sie kämen wir nicht weiter. Und sie ist hier in der Stadt. Sie werden es beinahe entwischt. Sie fliegt morgen nach Hamburg. Und sie soll sich an Birgit gewandt haben? Durch einen Mittelsmann. Ah ja, der große Unbekannte. Vorläufig ja, aber das wird sich wohl bald ändern. Hoffentlich. Ja, sagen Sie, Herr Hornung, was heißt eigentlich IFA? Nun ja, ich bin Anlageberater. Ich zeige meinen Kunden, wie und wo sie Steuern sparen können. Das ist aber schön. Ja, ein schöner Beruf. Wollen wir nicht zum Thema zurück? Wir sind beim Thema Hornung. Was ich Sie schon längst fragen wollte, wie steht es eigentlich um die Vermögensverhältnisse von Fräulein Birgit? Der tödliche Unfall der Eltern war vor 11 Jahren. Damals war Birgit 8. Sie wurden der Vormund, dann der Adoptivvater, auch der Vermögensverwalter, war da was zu verwalten? Nun ja, mein Bruder war Architekt, ein sehr erfolgreicher Architekt. Und nach seinem plötzlichen Tod ist Birgit, sie ist in der Tat ein vermögendes Mädchen geworden. Wie wohlhabend? Oh Gott, das ist schwer zu sagen. Da waren Wertpapiere und Baugrundstücke und Aktien. Ja, Aktien, deren Kurse bekanntlich schwanken. Was schätzen Sie? 2 Millionen, 3 Millionen, 4 Millionen? Ja, dieser Größenordnung. Wenn Sie genaue Zahlen wissen wollen, dann wenden Sie sich doch ans Vormundschaftsgericht. Ich habe dort gemäß § 1840 BGB alljährlich Rechnung gelegt über meine Vermögensverwaltung. Auf Heller und Pfennig, Herr Köster. Mündelsichere Anlagen, die für Birgit eine... Aber, Herr Hornung, jetzt haben Sie mich aber gründlich missverstanden. Morgen früh um 8.30 Uhr kommt Fräulein Glahn in mein Büro. Möchten Sie dabei sein? Ja, natürlich. Ich werde pünktlich sein. Diese Dame hoffentlich auch. Wissen Sie, meine Frau macht sich jetzt wieder Hoffnungen und es wird alles nur noch schwerer. Das ist verständlich, ja. Bitte. Dankeschön.
Wer ist da? Ich bin's. Wer ist ich? Kennwort Afrika. Wie haben Sie mich denn überhaupt gefunden? Ich war in Ihrer alten Wohnung. Das Mädchen, mit dem Sie Studienplatz und Wohnung getauscht haben, wusste, wo Sie sind. Was wollen Sie von mir? Birgit Hornung schickt mich zu Ihnen. Sie möchte die ganze Sache beenden und deshalb schlägt sie vor. Aber können wir das nicht in der Wohnung besprechen? Na gut. Kommen Sie doch herein. Danke. Rotwein. Sag ich Ihnen nein. Danke. Ja, zum Wohl. Prost. Tja, da ist ja wohl einiges nicht ganz so gelaufen, wie es sollte. Das kann man wohl sagen. Ich habe jetzt die Polizei am Hals. Ja, wir auch. Und zwar durch Ihre Schuld. Sie wollten doch nach Hamburg. Morgen 12.35 Uhr. Und vorher habe ich noch ein Gespräch mit Ihrem... Mit Hauptkommissar Köster, ich weiß. Sie kennen ihn also? Natürlich. Hab ja bis vor einer halben Stunde ausführlich mit ihm geredet. Bei der Besprechung morgen früh in seinem Büro bin ich auch dabei. Natürlich auch die Hornung. Die hat sich inzwischen mit allen versöhnt und ist wieder daheim. Bis sehen, manche Leute haben einfach zu viel Geld. Wenn Sie mir das ein paar Stunden früher gesagt hätten, hätte ich mir meine Haare nicht abschneiden müssen. Und färben auch nicht. Die Hornung möchte Sie gern kennenlernen, auch Ihre Eltern. Am liebsten noch vor der Besprechung in Kösters Büro, wegen der Feinabstimmung. Ach so, Sie meinen jetzt? Ja, mein Auto wartet draußen vor der Tür. Hin und zurück sind es kaum 30 Minuten. In einer guten Stunde können Sie Ihren Roman da weiterlesen. Ah, nein, das geht nicht, weil ich passe heute Abend auf ein Kind auf hier. Kinder schlafen um die Zeit. Und außerdem ist da, glaube ich, noch was drin für Sie. Schläf wie ein Engel. Ja, und dann hat er die Flasche geschüttelt, wie ein Verrückter. Komm, lass das, komm, gib die Flasche her. Gib die her. Dann hat er ihr den Hals abgeschlagen und sie an der Fontäne gefeuert. Wir waren alle nass. Wie das ein Tiger im Käfig. Jetzt setz dich doch zu mir. Wir alle haben uns damals gefreut. Auf uns? Auf die Freiheit? An der wir es sehr gut verdient haben. Ist der Weg nach Hanaching? Das ist eine Abkürzung. Geheimtipp. Spart wenigstens einen Kilometer. Sie haben es so eilig. Warum halten Sie hier? Wenn Sie nicht sofort weiterfahren, steige ich aus. Tatsächlich? Hier? Frank Landis ist
plötzlich alles so wahnsinnig schnell. Sind Sie verletzt? Oh. Oh. Nur eine kleine Schramme. Wie kommen Sie denn wieder? Ich bin nach unserem Gespräch gar nicht weg. Wir haben Sie überwacht. So, bitte. Sie brauchen nicht zu gestehen, Herr Burjak. Die Dinge sprechen für sich. Aber der Mordversuch an Frau Glahn, das war ja nur ein Folgeverbrechen. Die sollte ja nur verschwinden, damit es keine Zeugen gibt für die Geschichte in Kenia. Und das setzt doch etwas anderes voraus, nämlich den Mord an Birgit Hornung. Sie machen das sehr gut, das Pokerface, mit keiner Miene was verraten. Aber das setzt ja auch etwas voraus, nämlich dass es was zu verraten gibt. Sonst würden Sie ja mit mir reden, nicht? Sie waren doch nur in Kenia, um Fräulein Hornung ertrinken zu lassen, Herr Burjak. Angeblich, Herr Burjak. Warum sollte sie denn in Kenia ertrinken? Damit man hier nicht nach einer Leiche sucht. Denn warum sollte man hier nach einer Leiche suchen, wenn man von einem Mord gar nichts weiß? Sie sind ein ausgesprochener Schweiger. Wie Moltke. Ich guck mal zu Herrn Klotter. Da, Herr Klotter, wo liegt die Leiche? Was denn für eine Leiche? Ist doch gar nichts passiert. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich die umbringen wollte. Nein, nur ein bisschen erschrecken. Sie sagen es. Sie sind ein kluger Junge. Aber das meinte ich doch gar nicht. Ich meinte die Leiche von Fräulein Hornung. Na gut. Wir finden sie auch ohne Sie. Ich würde sagen, die liegt ganz in der Nähe der Stelle, wo wir euch gefasst haben. Ich meine, wo ihr Fräulein Glahn erschrecken wolltet, nicht? Herr Klotter, das lag in Burjaks Wagen. Sehen Sie, eins kommt zum anderen. Lassen Sie sich was einfallen, Herr Klotter, was in meinem Schlussbericht für Sie spricht. Sie wissen doch, den letzten beißen die Hunde. Soviel ich weiß, haben Sie doch keine Taxilizenz, Herr Burjak. Das lag in Ihrem Kofferraum im Wagen. Gut. Führen Sie Herrn Burjak ab, er will nicht aussagen. Das kam vom Vormundschaftsgericht. Ja? Wer? Ach so. Heimann? Ja, ich glaube schon, aber ich frag mal. Pressestelle, ob die Nachrichtensperre über den Mordversuch noch bestehen bleiben soll. Natürlich. Ich reiche die Begründung nach. Natürlich, wir reichen die Begründung nach. Ja. Stellen Sie durch, bitte. Hornung. Der sollte doch in 10 Minuten hier sein. Guten Tag, Herr Hornung. Heimann hier. Moment. Will er nicht kommen? Er kann nicht vom Büro weg. Mhm. Das ist gut. Sag ihm, wir kommen zu ihm. Herr Hornung, wir kommen zu Ihnen. Ja. Wiederhören. So, jetzt muss alles ganz schnell gehen, Gerd. Wenn die Spurensicherung mit dem Wagen von Burjak fertig ist. Die waren schon fertig, als ich raufkam. Das ist gut. Nimm das Taxischild, setz auf den Wagen, da fährst du zur Verordnung und sagst Folgendes. Könnte es das Taxi gewesen sein? Ja, es kann gut sein. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es ein besonders großer Wagen war. Und mein Mann hat noch gemeint, schnall dich an. Er ist immer so korrekt, wissen Sie. Ah, apropos korrekt. Da hätte ich jetzt eine ganz große Bitte. Bitte?
wäre es vielleicht möglich, dass Sie niemandem erzählen, dass ich Ihnen das Taxi gezeigt habe? Ich meine auch nicht Ihrem Mann. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ja. Es geht nur darum, dass wir ihm auch das Taxi zeigen möchten. Und er könnte dann nicht mehr ganz unvoreingenommen sein. Ach so. Wissen Sie, ich klammere mich an jeden Strohhalm, wenn nur die Birgit... Also ich bin ziemlich sicher, das ist der Wagen. Ja. Herr Hornung, guten Tag. Ich komme allein. Ich habe Pech mit meinen Rendezvous-Versuchen. Wollen Sie damit sagen, dass diese Frau Glahn Sie sitzen gelassen hat? Noch schlimmer, die ist verschwunden. Wie darf ich das verstehen? Wörtlich. Wir haben gewartet, sie ist nicht gekommen. Fuhren wir hin, zu ihr, nach Hause, und da war sie weg. Aber das ist doch ungeheuerlich. Erst erwecken Sie Hoffnungen und... Wissen Sie, was Sie meiner Frau damit antun? Ja, das tut mir leid, Herr Hornung. Ich, weswegen ich gekommen bin, darf ich mich im Moment mal setzen. Ja, ja. Also, das Vormundschaftsgericht hat uns mitgeteilt, Herr Hornung, dass Sie ein guter Vormund gewesen sind, ein guter Adoptivvater und ein vorbildlicher Vermögensverwalter. Pünktliche Abrechnung jedes Jahr, mündelsichere Anlagen. Das Vermögen von Fräulein Hornung ist langsam aber stetig gestiegen, bis zu ihrer Volljährigkeit, bis zu ihrem 18. Lebensjahr, das war vor 14 Monaten. Aber dann kam eine Kursänderung von 180 Grad. Aktienverkäufe, Hypotheken, Bankbürgschaften, hohe Ausgaben für riskante Unternehmen, Suche nach Öl und Uran in Alaska und immer wieder Barschecks mit Ihrer Unterschrift. Wie ist denn das zu erklären, Herr Hornung? Ja, ich kann Ihnen die Wahrheit nicht mehr länger vorenthalten. Ich setze mich ja sonst selbst einem Verdacht aus. Birgit war volljährig und ich war ihr Vertreter mit allen Vollmachten. So konnte ich natürlich das Schlimmste verhindern, aber ich musste schließlich tun, was sie verlangte. Und sie verlangte Geld. Immer wieder Geld. Zuerst dachte ich, das hätte mit Rauschgift zu tun. Ich habe sie beobachtet, aber der Verdacht war Gottlob unbegründet. Dass ich den Grund heute weiß, das verdanke ich eigentlich Ihnen. Mir? Ja, mir fiel es wie Schuppen von den Augen. Birgit war einer Jugendsekte ins Netz gegangen und sie hat denen ihr ganzes Geld in den Rachen geworfen und sie ist auch nicht nach Afrika gefahren, sondern nach Indien oder nach Nepal. Und man hat sie angestiftet, ihren Tod zu inszenieren, um sich Schwierigkeiten mit uns zu ersparen. Ich glaube, das ist eine Vermutung, Herr Hornung. Ich werde Ihnen jetzt Gewissheit geben. So, da sind wir, Herr Hornung. Hier geht's links. Das ist das Taxi, das Fräulein Birgit abholte zum Flugplatz. Ja, ja, das kann sein. Nein, 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 das ist so. Ihre Frau hat das bestätigt. Der Mann da am Steuer, das ist der Herr Burjak, der gab sich als Taxichauffeur aus. Und der da hinten auf dem Rücksitz, das ist der Herr Klotter, der benutzt eine Stahlschlinge, die er Fräulein Birgit über den Kopf warf. Die sind überführt. Und das alles wegen Geld. Nur wegen Geld. In dem Sarg. Nein, nein, nein. Ich will das nicht sehen. Ich kann das nicht. Ich gebe alles zu. Ich gestehe, aber ich kann das nicht sehen. Wen? Birgit? Bitte nicht.
Sie haben Burjak und Klotter beauftragt, ihre Pflegetochter umzubringen. Ja. Weil sie in finanziellen Schwierigkeiten waren. Ja. Als die Sache mit dem Double schief ging und die Ertrunkene in einer Bar auftauchte, da bekamen sie Angst, der Mord würde entdeckt werden. Ja. Und da beauftragten sie wieder Burjak und Klotter. Das war ein Geständnis. Martin? Ja? Bring Herrn Hornung ins Präsidium. Bitte. Was man mit einem leeren Sack nicht alles anfangen kann. Wieso leer? Machen Sie bitte mal den Deckel auf. Ja, aber ich dachte, dass da die Tochter von Hornung... Das habe ich nicht gesagt. Nee, eigentlich nicht. Aber ich dachte, Sie haben vielleicht inzwischen ein Geständnis von Burjak oder Klotter. Wie soll ich denn von denen ein Geständnis bekommen? Die sind doch viel zu ausgekocht. Das habe ich auch nicht behauptet. Hornung hat das aber auch so aufgefasst. Ja, weil er nicht richtig zugehört hat. Ich habe ihm doch nur erklären wollen, dass wir Burjak und Klotter gefasst haben, weil sie Fräulein Birgit Klahn umbringen wollten. Aber er hat es auf seine Tochter bezogen. Dafür kann ich doch nichts. Jetzt gehst du zu Burjak und Klotter und sagst denen, dass wir ein Geständnis von Herrn Hornung haben. In vollem Umfang. Das haben wir doch, nicht? Ja, ja. Jetzt haben wir eins.